Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Ich bin Anja und ich nehme dich heute wieder mit zum Basteln. Ich möchte heute noch das GVP 332 machen. Das ist ein Case the Designer. Ich zeige euch mal hier das Bild zur Vorgabe. Da geht es darum, diese Karte ja, nach seinem eigenen Gusto nachzubasteln. Das heißt, einzelne Elemente, den Sketch oder ähnliches nachzubasteln für sich selber. Und ich habe mir dafür den kleinen Igel rausgesucht aus dem aktuellen Mini-Katalog und möchte mit dem und ein bisschen Designerpapier arbeiten. Und damit die Karte auch was Besonderes hat, habe ich mir für das Innere überlegt, möchte ich gerne eine, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es heißt Shadow-Karte machen. Das habe ich bei der lieben Steffi von Stempelwiese gesehen. Ich verlinke euch das Video mal in der Infobox bzw. im i und in der Infobox. Alles, was ich benutze, das verlinke ich dir natürlich auch in der Infobox. Ich habe mir nicht die Maße rausgeschrieben, die die liebe Steffi genannt hat. Du kannst das natürlich gerne machen. Ich werde das Ganze ein bisschen Freestyle machen und dir zeigen, wie ich dabei vorgehe. Also, lass uns loslegen. Wir fangen mit der Grundkarte an und dafür habe ich mir hier einmal flüsterweißen Farbkarton rausgesucht. Ich werde ihn jetzt in der kurzen Seite so kürzen, dass er die Höhe meiner Karte hat, also 14,5. Dann werde ich mir auch, wie normalerweise, meinen Kartendeckel falzen. Ich werde ihn aber ein bisschen kleiner falzen. Das hat einfach damit zu tun, ein Papier hat ja 29, irgendwas Zentimeter. 29,6 und ich brauche ungefähr die dreifache Länge, damit das Ganze funktioniert. Jetzt, wenn ich es auf 10,5 mache, könnt ihr euch vorstellen, das passt. Ihr könnt natürlich auch zwei Stück Papier hintereinander stückeln, ist natürlich auch kein Problem. Ich mache einfach meine Karte ein bisschen schmaler. Deswegen mache ich heute statt 10,5 einfach mal nur 9,5. Das passt dann dreimal drauf. Also 9,5, nochmal 9,5. Oder auch 19 und nochmal 9,5, damit ich das Ganze sauber abtrennen kann. Jetzt haben meine Stücke alle die gleiche Breite und damit ich eine schöne Shadow-Karte hinkriege, brauche ich jetzt noch zwei Falzen und zwar einmal vor der dritten und einmal vor dem Ende. Und da nehme ich mir jeweils einen halben Zentimeter. Meine Shadow-Karte muss nicht sonderlich tief sein. Wenn ihr mehr Tiefe haben möchtet, könnt ihr natürlich auch einen Zentimeter machen. Ich gehe einfach nur einen halben Zentimeter vom Rand und einen halben Zentimeter vor der letzten Falz. Ich ziehe meine Falzlinie jetzt einmal mit dem Falzbeil nach. So, und wenn ihr alle eure Falzlinien nachgezogen habt, dann habt ihr hier eine Art Kästchen. Das hier wird unsere Klebelasche. Die kommt hier in die Karteninnenseite. Und wenn wir das dann zuklappen, dann zieht sich das nämlich, jetzt natürlich nicht geklebt, aber dann zieht sich das genau auf Kartengröße oder auf Kartenbreite wieder gerade. Die müssen wir natürlich nachher noch schön kleben. Hier können wir jetzt ein Fenster ausstanzen, durch das wir sozusagen unser Panorama sehen. Das mache ich auch gleich. Das lege ich jetzt erstmal beiseite. Damit können wir uns ein bisschen um die Front kümmern. So, einmal habe ich aus meiner Restekiste ein Stück Flüsterweiß, das ich als Aufleger nehmen werde. Das werde ich mir gleich embossen. Dazu habe ich mir auch schon ein Embossing-Folder rausgelegt. Nämlich die Holzstruktur. Das mache ich nachher mit dem Stanzen zusammen. Und dann habe ich hier noch ein den Streifen, den wir gerade abgeschnitten haben und darauf werde ich jetzt noch meinen Igel stempeln. Zum Stempeln habe ich mir Espresso rausgesucht. Die Farbe finde ich immer sehr schön. Damit kann man auch schön kolorieren. Das hat nicht so eine harte Kante wie schwarz. Ihr könnt natürlich auch schwarz nehmen. Ich stempel mir ein paar Mal den kleinen Zweig. Dann habe ich hier meinen kleinen Igel. Und für das Innere der Karte werde ich mir auch den Pilz noch stempeln. Und den kleinen Igel. Die werde ich gleich kolorieren und ausschneiden.
Aber bevor ich das tue, werde ich noch das Innere meiner Karte gestalten. Nämlich diesen mittleren Teil, das wird ja der sein, den man sieht durchs Fenster. Beziehungsweise bevor wir den gestalten, mache ich vielleicht doch erst die Stanzung und das Prägen. Und dann sehen wir auch besser, wo wir gestalten. Wie du sehen kannst, habe ich ausgemalt, ausgeschnitten, geprägt und gestanzt. Und ich habe mich ein bisschen umentschieden. Ich habe nämlich keinen Kreis ausgestanzt, sondern... Wo ist denn der Stempel hier? Sondern weil hier ein Stempel drin ist. Finding a friend is the best discovery of all. Und ich ja sowieso das Regenbogen- und Sonnenscheinpapier nutzen wollen. Wollte. Na, ihr wisst schon. Habe ich einen Regenbogen ausgestanzt und dachte, wie süß wäre es eigentlich, wenn der eine Igel seinen Freund am Ende von einem Regenbogen findet. Wisst ihr, weil man doch am Ende vom Regenbogen einen Topf Gold findet? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich finde die Idee auf jeden Fall total niedlich. Ich hoffe, ihr auch. Und ich mache jetzt so weiter. So, genau. Ich habe hier schon koloriert und ausgeschnitten. Genau, das habe ich euch schon gesagt. Ich habe dazu die Buntstifte verwendet. Und ich werde jetzt noch den Hintergrund gestalten. Ich wollte ihn eigentlich relativ simpel gestalten, aber jetzt werde ich ihn natürlich ein bisschen regenbogenmäßig machen. Ach so, geprägt habe ich auch. Das habe ich euch schon erzählt. Damit das ein bisschen regenbogenmäßig aussieht, habe ich mir jetzt einfach die Farben genommen, die auch in dem Papier drin sind und nehme mir meine Blending Brushes. Ich hoffe, ich habe einen sauberen. Das ist immer das Schwierigste. Und werde einfach ein bisschen Farbe verblenden. Ich habe hier einmal Aquamarinblau. Und werde das jetzt einfach so im Hintergrund von dem Regenbogen machen. Ne? Den Teil sieht man ja sowieso nicht. Man sieht ja sowieso nur da, wo der Regenbogen die Ausstanzung macht. Das so. Und jetzt müsste ich ein bisschen Schmierpapier nehmen. Dann werde ich auch nochmal diesen kleinen Zweig hier in den Hintergrund stempeln. Und vielleicht den kleinen Schmitty. Die zwei werde ich jetzt auch noch ausmalen. Jetzt nehme ich mir gerade nochmal meine Buntstifte dazu. Damit würde ich sagen, ist mein Hintergrund soweit fertig. Und ich kümmere mich um den Vordergrund. Auf meinen Vordergrund drauf soll ja der geprägte Hintergrund. Jetzt muss ich noch ein kleines bisschen kürzen. So, der ist ein bisschen gekürzt. Dann habe ich hier schon ein Stück irgendwo ja, von dem sonnengelben Papier zurechtgeschnitten. Die Kanten werde ich gleich noch ein bisschen aufrauen. Dann will ich hier meine Blütenzweige dran tun. Gar nicht, ob ich zwei brauche oder ich glaube, der ist auch ein bisschen groß. Dann wollte ich mir hier so ein paar Wölkchen ausstanzen, denn damit es einen Regenbogen gibt, brauchen wir ja Sonne und Regen. Das Tolle ist in diesem Papier, sind diese Wolken drin und die kann man einfach ausstanzen. Das ist so toll. Oh, die da möchte ich noch. Wenn man natürlich eine besondere will, gell? Ach, und wisst ihr was? Dieses halb ausgeschnittene Herzchenwolke nehme ich auch noch. Soll der falsche Geiz? Und die packe ich einfach nach innen. Dann ist es auch nicht so schlimm, dass da ein Stückchen Wolke fehlt. So, jetzt muss ich kurz auf meinen Sketch gucken, den ich mir gemacht habe. Also das hier werde ich mir ein kleines bisschen kleiner schneiden. Ich klebe jetzt mal alles zusammen und dann zeige ich euch nochmal das Ergebnis. Denn beim Kleben müsst ihr ja wahrscheinlich nicht dabei sein. Ach so, ich erzähle euch, wie ich die Innenkarte vielleicht noch schnell klebe, bevor ich sie klebe. Nämlich ziemlich simpel, auf diese Falz kommt Kleber und die könnt ihr einfach hier dann in die Innenseite kleben. Das heißt,
die Kante muss hier rein. Das mache ich jetzt alles schnell und dann zeige ich euch noch das Ergebnis. Da ist sie jetzt, meine fertige Karte mit dem kleinen Igel vorne, der irgendwo zwischen Sonne und Regenwolke durch die Blumen hüpft und hoffentlich am Ende des Regenbogens einen Freund findet. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Mich würde natürlich in den Kommentaren mal interessieren, ob du auch beim Basteln öfter mal deine Meinung änderst und dann doch am Ende etwas anderes, anders Zauberhaftes rauskommt. Und dann hoffe ich, dass du mir ein Abo dalässt, denn dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Tschüssi!